Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hi. Wir wollen heute mit diesem umweltfreundlichen Vehikel und die Wüste erkunden. Ne? Ich habe ja gesagt, ich zeige dir die Wüste. Ja. So. Ich bin dein Freund. Komm mit, Jasmin. Wir müssen uns Proviant einpacken. Oh, du und deine Drohne, ey. Ich bin gerade voll vors Gesicht geflogen. Lass Droni in Ruhe. Droni vor allem. Droni ist unser Was Freund. Wollten wir machen? Ach ja, wir wollten ja mit dem Auto in die Wüste. Achso, ich hab... wieso hab ich denn? Achso, ja. Ich muss mal einmal kurz was wegbringen hier. Ich denke mal, Pfeile dürften reichen. Ich habe 8 Kaffee, das dürfte auch reichen. Ich muss hier erstmal einmal... Ich nehme nochmal Wasser dazu. Ich hab das... Da bist du drin. Okay. Ich gehe mal eben kurz meine Sachen wegbringen. Ich hatte nämlich ja doch den Hund erlegt. Ja. 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 Mhm. Und dann bringe ich noch mal eben mein Blaschblass weg. Ich nehme mal ein bisschen Tee mit. Was hast du denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Keine Ahnung. Oh, okay. Hat sich komisch angehört eben. So. Können wir oder was? Ja, ja. Ich hol mal mein Smart aus der Hosentasche. Ja. Pass auf, nicht erschrecken. Voll geil. Ja, ist das Neueste, was auf dem Markt ist, ne? Hallo, ich komme nicht rein. Mal wieder. Mal wieder? Oh, warte, jetzt. Ja. Oh. Wieso sitze ich so steif, ey? Wie lenke ich? Bestimmt mit dem links A und D, oder nicht? Ja, aber der hat eben oder nicht... Oh, das ist aber verzögert. Nee, der lenkt nicht. Oder wie mit dem Fahrrad? Ja, die Lenkung, die klemmt ein bisschen. Ist ein Gebrauchtwagen. Ach, mit der Maus. Ich muss auch umstellen. Sag ich doch. Sag ich doch, wie mit Fahrrad. Ja, ja, der verbraucht. Hast du genug Benzin mit? Warte, ich tanke einmal. So. Warte, ich tanke nochmal. Hä? So, jetzt haben wir genug Benzin. Ja, den habe ich mir gebraucht gekauft, ne? Vom Ingo abgekauft. Absolut umweltfreundlich. Euro Klasse 1. Ja. Gerade mal 32 Liter auf 100. Geiles Ding, ne? Oh, hier. Ja. Oh, eine Box. Da raucht eine Kiste. Ja. Soll ich? Ja, du kannst sehr gerne. Oh, deine Drohne. Ich dachte gerade, was ist denn da schon wieder? Ja. Droni flippt voll aus, weil er auch mit dem Auto fahren will. Was ist das? Kann ich ein reifen? Paket mit Ackerflächen und zufälligem Saatgut. Okay. Öffnen. Kartoffelsaat, Heidelbeerensaat, Aloe Vera. Brauchen wir nicht. Beet und Felder. Brauchen und wir Rezept. Nicht. Rezept und Rezept. Wildbreteintopf. Hast du den schon? Ich weiß gar nicht, aber sonst können wir den ja beim Händler verkaufen. Warte. Ja. Aber bestimmt. Ja. Verkaufen wir das beim Händler. Ja. Eigentlich hätten wir die auf dem Rückweg aufmachen müssen, ey. Oh, egal, das war jetzt ein Buch. Ja, ich hab 3 Samen. Hey, schmeiß die doch weg. Warum? Ja, haben wir doch alles. Na und? Das können wir doch selber Samen machen. Ja, Samen. Und? Eine Kartoffelsamen haben wir. Samen. Ist ja egal. Du willst immer alles wegschmeißen, ey. Ja, dafür werde ich öfter kritisiert. Ja, wahrscheinlich jetzt auch wieder. Boah, hast gesehen, wie wir abgehoben sind? Nee, ich sitze gerade nur mit dem Auto.
Habe ich nicht gesehen. Oh, wärst du mal dabei gewesen, das war der Shit. So doof. Da bin ich gefahren, ne? Da war auch eine Kiste, glaube ich. Wir müssen jetzt erstmal zu den Pharaonen. Oh, ne, nicht dieses blöde... Boah. Oh, ich habe ein bisschen Angst hier beim Brandgebiet, dass wir... Ja, hier sind doch Schlaglöcher, da kannst du einen ganzen Truck drin versenken. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir unser Auto in einem Loch verlieren. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Wir können... Hier ist meine Quest. Ja. Hier? Ja, ich hätte da buddeln müssen. Willst du das kurz machen? Nee, lass uns jetzt erstmal in die Wüste. Okay. Warte, ich will noch einmal kurz Benzin holen. Man weiß ja nie... Au, ah! Verdammt. Boah, ich hasse dieses... Ich weiß nicht, ich kann das nicht ab hier. Ein Coupé unberührt. Geil. Ja. Einmal ein bisschen Benzin. Benzin. Ah, Benzin. So. Mal eine Reserve kann es da ein bisschen voll machen, ne? Guckst du auch, dass keiner kommt? Ja, ja. Nicht, dass ich Ärger kriege. Oh, naja. Und weg hier, Egon! Bevor die Nachbarn das sehen. Hehe, jetzt kommen die Müllers aus dem Urlaub wieder Auto weg. Mhm. Oh, oh Gott, Alter, wir hatten hier gebuddelt mitten im Weg. Ja, lebensgefährlich. Ich finde diese Map sowieso lebensgefährlich. Warum? Oh, ich mag die nicht. Ist doch ganz idyllisch. Oh, du wirst das gleich lieben. Da laufen Mumien rum. Ja, das vielleicht, aber das hier, die mag ich gar nicht hier. Ja, und den schön am Strand. Den kannst du umfahren, den Hund. Ja, habe ich nicht erwischt. Deine komische Drohne irritiert mich mit dem Gequatsche. Die alte Straßentöhle war einfach zu schnell für mich. Vogel von oben, ne? Hast du gesehen? Ja, da fahren wir doch weg hier, oder? Und sonst, wir haben ja auch ein Cabrio. Was soll da passieren? Ey, der kommt uns hinterher. Ne, jetzt ist er weg. Ob man da mit einem Bären platt fahren kann? Oh, ein Loch, so, Alter. So, kleiner Moment, wo müssen wir lang? Die nächste rechts. Oh schnell, da kommt ein Dicker. Fahr den um. Er ist ins Loch gefallen. Das ist eine Sie. Oh, die ist nicht mal gestorben. Nee, Alter, sind hier Löcher. Gott, oh Gott. Hier müsste die Straßenmeisterei mal wieder durchgehen. Muss ich? Oh, oh. Nein! Loch hinter uns, ne? Denk dran, Alter. Oh. Warte mal. Den schubst du mal da rein. Vorsicht, da ist ein Loch. Ja, hab ich gesehen. Ein kleines Schlaglöchlein. Jetzt hör auf zu spielen. Ich sehe uns schon im Loch. Gar nicht. Ich sehe uns schon im Loch drin, ey. Jetzt fahr doch einfach. Das ist ja frech. Ich dachte, die sterben. Ja, der läuft uns hinterher. Toll gemacht, Patrick. Jetzt ist er weg. Da stehen. Sie nur laufen. Ein bisschen Bewegung tut ihm gut. Vielleicht geht er ja aus. Oh, hier sind aber viele Hunde. Oh. Das tut mir leid. Also, Geist ist wieder aufgestanden. Oh, huch. Auch. Oh, guck mal, hier ist ein riesen Schrottplatz. Hier waren wir auch noch nicht. Jerry's Phil waren wir auch noch nicht. Da gibt es bestimmt guten Loot, da ist ein Scheinwerfer. Jo, Tankstellen. Oh Gott, ey. Sind wir bald da? Ja, hier vorne fängt die Wüste an. Oh Gott sei Dank.
Oh, Licht. Oh, ey. Und die Sonne scheint. So, links von dir siehst du die Hälfte vom Grand Canyon. Mhm. Rechts von dir siehst du die verbrannte Hälfte vom Grand Canyon. Hier ist warm. Suche Kleidung oder finde einen Unterschlupf. Mir ist warm, natürlich. Ich hab nix. Hier Kohle oder nicht? Nee. Ja. Nee, ist keine Kohle. Blei. Eis? Ja. Oh ja, Blei brauchen wir auch. Brauchen wir. Brauchen wir, Jasmin. Wo bist du denn jetzt? Beim Blei. Ja, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn das? Ach, hier. Da. Hier. Ja. Oh, hier schreit ja auch immer so einer ganz komisch. Das war ich. Falls du dich wunderst, was hier so komisch schreit, das bin ich. Nee, eben. Ich habe keine Ausdauer. Komm, den einen noch. Nee, ich will nicht da rein. Ich will in die Wüste. Das ist die Wüste. Nein, aber hier geht die ganze... Du willst bestimmt die Sphinx sehen. Komm mal mit. Bei mir stellt sich das hier immer noch als Brandgebiet um. Ja, wir sind hier genau auf der Grenze. Zwischen Ost und West. Ah. Ja, eigentlich so Südost und West. Der Westen sieht ja scheiße aus. Kakteen, ey. Kakteen? Ja, sieht voll gut aus. Hier ist auch wieder Blei überall. Ja. An die Hacken, Männers! Jasmin, ich höre dich nicht schwitzen. Mhm, aber du riechst es. Ja, das ist wohl wahr. Oh, ein Huhn. Ist voll praktisch, dass wir uns das so gut markiert haben. Jetzt, immer wenn wir hier dran vorbeifahren und was Bestimmtes suchen, gucken wir uns erstmal Löcher an. Da ist alles voll mit Blei. Ist da hinten nicht auch was gewesen? Warte. Rucksack. Selbstgebaute Schrotflinte Stufe 6. Was ist hier drin? Oh, ich krieg wieder nur so Blödsinn, ey. Geil. Oh, ich liebe Blödsinn. Nicht zu verwechseln mit Lötsinn, ne? Was denn? Ups. Holz. Wo bist du jetzt? Bist du schon wieder weggefahren? Nee, wo bist du? Ich gehe hier ein bisschen kurz gucken. So, ich nehme mal beim Laufen ein bisschen Brechsand mit, ne? Wo bist du denn? Ja. Wo? Ah ja, hier. Genau da. Hm? Ich sehe dich. Hi. Da stehst du. Ja, mal ein bisschen gucken, was hier so liegt, ne? Rucksack. Oh, Eisen. Ich hab auch Eisen hier. Ja, ich meinte ja dein Eisen. Ach so. Hä, bist du doof? Ja. Und du so? Ah, da ist eine Mumie, glaube ich. Nee, der ist normal. Touris! Wo? Da! Ah, da hinten. Oh, hinter uns hat er abgeworfen. Können wir auf dem Rückweg mitnehmen. Ey, du kriegst Besuch. Oh ja. Guten Tag, Sir. Der macht bestimmt diese Rundführung mit zu den Pharaonikas.
Eine Mumie hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Oh. Holz. Was ist das denn? Eine Schlange. Das erste Mal sehe ich eine Schlange. Gar nicht wahr. Gestern hast du auch eine gesehen. Was ist das denn? Sie war zwar winzig, aber sie war eine Schlange. Aha, was ist das? Ach, dieses Schiefer. Nee, wie heißt das? Ölschiefer. Ja, hier ist eine Mine. Jo, mitnehmen. Mach ich doch gerade. Jasmin, du hast das gute Fleisch liegen lassen. Ich wusste nicht, ob man die auch mitnehmen kann. Ja. Oh, ich hab nicht genug Ausdauer. Eine Drohne irritiert mich aber richtig dolle, ey. Ja, wieso? Droni macht doch gar nichts. Die ist immer im Weg. Na, ist Droni nicht. Droni ist unser Freund, Jasmin. Droni. Naja. Wir sollten ihr einen vernünftigen Namen geben. Peter. Peter. Ja. Ab jetzt heißt Droni Peter. Peter Parker. Nein, Peter. Nur Peter. Fliegen, Peter. Fliegen, Peter. Fliegen? Fliegen? Hier liegen voll viele Rucksäcke und Taschen, ey. Ja, mich fleucht, dass hier viele Leute gestorben sind in der Wüste. Mei, oh mei. Ja, bunt wie ein Regenbogen, ne? Ich hole mir gerade ein bisschen Schiefer. Hä, wo bist du denn immer noch da? Hä? Nee. Ach, da. Ich bin in meinem Loch. Oh, da oben ist ein Vogel. Hier unten ist schön kühl. Alter, ist hier viel. Ja, nimm mal mit. Blöde Vögel sind auch schon wieder hier. Woher willst du wissen, dass die blöd sind? Weil die mich gleich bestimmt angreifen. Ja, aber vielleicht sind die voll intelligent. Ich finde, nee, du pauschalisierst den Geier ziemlich. Den Geier. Den Geier. Oh nein, ich habe Hunger, Jasmin. Da ist doch was. Okay. Hab mir jetzt einen Kuchen gegönnt. Kuchenzeit. Da kann ich auch schon viel motivierter mit der Hacke zuhauen. Und da ist die Motivation wieder dahin. Hier ist ein Haus. Das müsste das sein, wo ich drinne war und gestorben bin. Achso. Bin ich da gestorben? Bestimmt. Ja, wo nicht, ne? Wo nicht? Oh, wollen wir hier nicht die ganze Folge Schieber abbauen? Oh, shit. Jasmin! Ja? Hilfe! Wo bist du denn? In meinem Loch. Ja, und da kommst du jetzt nicht mehr raus, oder was? Nee. Was soll ich da machen? Kannst du mir graben helfen? Oh, ich muss erst mal gucken, wo du bist. Ich höre dich, aber. Das sieht aus wie ein Plumpsklo, da ist nur so ein Viereck frei. Ich buddel mich schon nach oben. Bist du hier drin? Ja. In welche. Da vielleicht?
Hier, hallo, Kuckuck. Guck mal links hoch. Hier. Hallo. Ich baue mir einen Weg zu dir. Ey, hier, komm hoch. Gleich falle ich auch noch rein. Das wäre so cool. Wären wir beide hier unten. Dann könnte ich dir mal ein schönes Loch zeigen. Ich habe ein wunderschönes Loch, Jasmin. Das musst du gesehen haben. So. Ah, Herr Jemini. Au, ich bin gegen den Kaktus gelaufen. Ah, dieser Kaktus. Jetzt schon überladen, das ist nicht gut. Du bist überladen mit was? Ich hab voll viel. Ich hab das, was ich gefunden habe und so eben. Pack's doch ins Auto. Na, noch geht's. Ich hab jetzt ein bisschen weg. Wann kommst du denn? Ja, ich bin dabei. Ich muss mir eine Treppe nach oben machen. So. Klein Moment, Jasmin. Ist ganz schön anstrengend, ne? So, da bin ich auch schon. Na denn. Ratze ist er oben. Wollen wir nicht mit dem Auto weiterfahren? Ich hole mir das Auto. Weil der Sandsturm. Sandsturm? Da war voll dunkel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hast du mich erschrocken? Kannst du was abnehmen von mir? Pack's doch ins Auto. Ah, da kommt ein Böhr. Oh. Oh. Ich gehe zum Auto. Nein, Jasmin, das machst du nicht. Warum nicht? Nein. Böse Jasmin. Warum? Jasmin, nein. Fuß. Jasmin! Ich habe keine Waffe. Hast aber Glück, dass ich meine Pfeile dabei habe. Hey, der ist doch schon tot. Der ist infiziert. Ja. Brauchen wir nicht Nitrat? Kriegt man das davon? Aus dem Berg kriegen wir Tierfett, Testosteronextrakt, Leder, Knochen und Gammelfleisch. Warum sollte ich jetzt nicht schießen? Ich hätte gedacht, der zerpflückt dich. Quatsch. Quatsch. Quatsch mit Soße. Stand doch weit genug weg. Das ist nur ein mickriger Bär. Und ich bin eine Frau. Ja. Ja. Vollbremsung. Du hast hier noch ein bisschen Nitrat übersehen. Da. So, wie packe ich denn das? Ach. Mensch, ins Auto mit E gedrückt halten wahrscheinlich und dann die Hand oder was? Nee, den Sack. Sack. Und dann kann ich das einfach da reinpacken? Ja, vorzugsweise mit diesen, ja, packst du da rein. Was vorzugsweise? Ja, alles gut, pack mal einfach rein. Mach ich, du Affe. hat sie mich wieder beleidigt. Lach nicht so. Ja und? Unfassbar, Jasmin. Unfassbar. Problem damit? Problem oder was? Schockiert. Bin ich schockiert. Ich werde noch heute Abend deine Mutter anrufen. Mach das. Und werde ihr sagen, welche vulgären Ausdrücke du verwendest. Von irgendwem muss ich es ja haben, ne? So.
weiterfahren erstmal? Oder? Ja, würde ich sagen. Geh von meinem Sitz. Das war doch keine Absicht, ey. Hä? Geh doch rein da jetzt. Ja, ich muss zuerst einsteigen. Ich muss meine Taschen auch leer machen. So. Ach so, sag das doch. Und ab dafür. Das ist übrigens ein Hybrid, ne? Ja, genau. Ganz schön laut für ein Hybrid, ey. Der hat, also zuerst 50% ist der Benziner. Aber nicht nur Benziner, sondern Diesel. Und 50% Feuersteinantrieb. Voll klimaneutral. Also, wie nochmal? Na, wie bei den Flintstones. My senses have picked up something. Peter hat was gesehen. Ah, Nitrat. Oh. Rechts. Ja. Hier nicht hingehen. Hier liegen überall Trittminen. Aha. Im Graben. Mhm. Ob man die aufnehmen kann, vorsichtig? Willst du es versuchen? Warum? Also warum nicht? Ja, los. Da hinten ist alles voller Nitrat, ey. Und ein Fuchs. Ich hab hier mit der Schaufel die Haxen gebrochen. Hier, ist alles voll mit Nitrat. Ja, das brauchen wir. Wo ist er hin? Aber hier musst du aufpassen, ne? Wegen Tritten. Egal. Hier hat der Kojote hingeschissen. Hm. Nicht, dass du da reintrittst. Wann das? Also ich war's nicht. Komisches Geräusch. Oh, ich hab nicht genug Energie, ey. Da hinten spielt einer auf dem Berg. Ja, hab ich schon gesehen. Der hüpft. Durstig, ey. Er imitiert einen Känguru, weil er versucht, niedlich zu sein. Mhm. So ein Lauch. Bevor ich mir hier wieder ein Plumpsklo baue. Er springt da hinten rum. Ein Jumper. Ach, da kommt ja auch noch ein. Ist wieder einer, der gestochen wurde von irgendwas. Oh nein, der Arme. Das waren bestimmt diese rapiden Wüstenwespen. Er hat mich gehauen, ey. So ein Miststück. Ja. Oh, kommen aber ganz schön viele jetzt hier. Zombies? Ah. Nee, der will sich nur das Auto angucken. So was Fettes hat er noch nie gesehen. Da hinten kommt auch eine Troller. Jasmin, irgendwer ist hier ins Loch gefallen. Oh, ich habe ein Goldnugget gefunden! Richtig gut. Geil. Ah. Oh, das gibt bestimmt richtig gut Geld beim Händler. So. Oh. Oh nein, ich höre was, was du nicht hörst. Und das hört sich böse an. Was denn? Ich weiß nicht, ich bin hier im Loch, ich sehe nicht viel. Hä? Komm immer noch nicht hoch. Warte. Ah, eine Krankenschwester. Oh, und ich dachte schon, das wäre was Schlimmes. Die war eben noch bei dir. Incoming enemies, prepare for conflict. So, das weg, das, das, das und das. Ich finde, das kommt sehr professionell, wie wir jede Mine anfangen und keine fertig abbauen. Absolute Bergarbeiter. Das Auto rollt weg. Ja.
Hi, trinken, trinken. Was ist denn das hier für ein Rauch immer, ey? Gibt's doch nicht. Ich gehe auf die Jagd wie ein Indianer. Haha! Ich habe meinen Pfeil nicht wieder gekriegt, den hat sie gegessen. Yam yam. Yam yam. Wollen wir mal zu dem Haus gucken? Warte. Hat einer hier einfach das Auto abgestellt, ne? Weg, weg. Weg, 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 weg. Unberührt. Ich hab's angefasst. Aber hier ist auch schön ruhig in der Wüste, ne? Würde es hier Wasser geben und Wald und so? Wäre auch was für eine Basis. Oh. Wir können uns ja hier eine Sommerresidenz aufbauen. Du hast den Hund aber gesehen, oder? Ja. Haut ab, Feigling. Wo ist er hingelaufen? Weg. Ich höre ihn. Ich höre ihn miauen. Oh, da hinten sind noch große Gebäude. Hast du einen Hund getötet? Ja, der ist mir in die Hacke gelaufen. Ich meine, Jasmin. Das ist ein führendes Lebewesen. Ja, wenn der hier nicht aufpasst. Das war so knapp. Genau vor die Füße. Ah, krieg ich nicht. Jo, ich guck mal hier in die Bude rein, ja? Mhm. Musst du ein bisschen aufpassen, wenn du herkommst, ist nicht mehr das Stabilste. Ja, ich habe nur ein bisschen Dings abgebaut. Sieht aus, als wäre es von dir gebaut. Hehehe. Hallo? Kohle? Die obere Etage gehört dir. Nee, danke. Warum nicht? Noch ein Kojote, ey. Oh, was können wir hier noch abbauen? Oh, mein linkes Auge. Oh. Dankeschön. Nimmst du das Fleisch mit? Ja, oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Ein Träumchen. Ey, meine Rohrzange ist kaputt. Oh.
war wohl eine Mikrowelle drauf. Microwave. Wie man auf Französisch so schön sagt. Ich finde komisch bei diesen verbrannten Häusern, hier gibt es nichts Besonderes, ne? Wenn du da aber hackst, kannst du Kohle kriegen, ne? Wenn ich wo hacke? Also wenn du da manchmal haust, dann kannst du da auch Kohle abbauen. Im Haus, im verbrannten Haus. An manchen Sachen. Okay. Aber welche weißt du jetzt auch nicht, ne? Ne, da wo es verbrannt aussieht. Ich kann das nicht, Jasmin. Ich bin so doof. Was? Einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. Da, 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 da. Loot, loot, loot. Oh, wir kriegen so viel Loot mit. So geil. Schon wieder dieses Tiefen-Dings hier. Ey, nicht abhauen. Hier. Hau doch nicht ab. Hier sind diese Skifahren-Dings. Oh oh. Hm. Ich habe dezente Kraftprobleme im Rückwärtsgang. Irgendwas stimmt Scheiße mit der Übersetzung nicht. Oh. Dein Auto rollt, dein Auto rollt. Einmal durchgelaufen. Ja. Der ist ein guter. So, du hast da Schiefer? Ja, ganz viel. Guck mal, hier ist ein bunter Dinosaurierzahn. Hm. Jetzt ist er weg. Ich habe keine Ausdauer. Wenn ich mit der Hacke zuhaue, dann geht meine Ausdauer so schnell weg. Ah. Ich muss da noch mal ein bisschen was ins Auto packen. Über uns kreist ein Geier. Und von unten sehe ich seine Füße. Mhm. Jasmin. Da sind die Füße. Vogelfüße. So, dann können wir ja gleich das nächste Häuslein ansteuern. Ja, warte, ich will erstmal hier nochmal das alles wegpacken. Ja. Du darfst gerne deine Utensilien in meinem Kofferraum verstauen. Mhm. Oh, das ist eine richtige Stadt, ne? Geil. Geil. Fleisch hatte ich doch hier auch mal. Nee, doch, da. Was quietscht denn da so? Ich. Achso. Warte. Was machst du denn da? Ich will das hier nur alles Drängeln. Einmal. Ja, ich will das doch nur wegsortieren. Huch. So, ich muss mal hier was wegsortieren. Hä, willst du mich? Und so. Hallo! Wiedersehen!
Hund oder Mensch? Hund oder Mensch? Ich weiß nicht, ich kann gerade nichts sehen. Ich hatte. Ist egal. Ich bin Tierfreund. Oh. Er hat überlebt. Das gibt's nicht. Jetzt läuft er weg. Komm her, du Frechdachs. Böser Hund. Oh. Hat er aber Glück gehabt. Eher du nicht. Warst erfolgreicher in der Jagd, wie ich sehe. Ja, wie immer. Guck mal, wir können meine Drohne noch vollschmeißen. Das Auto hat auch noch mega viel Platz. Ja, hier gehen wir drauf wahrscheinlich. Oh, geil. Amigon Funeral. Amigon. Amigon. Mhm. Mir ist schon wieder warm. Ja, das liegt an meiner Gegenwart, glaube ich. So, wer ist tot? Ah ja, der Herr Vetter. Kleinen Moment. Bücherstapel. Bauplan Stahlrüstung. Habe ich gelernt. Was sind das, ein Stein? Du kannst die Särge durchsuchen? Geil. Ja. Da bist du gerade dran. Ne? Bauplan. Auflagemod. Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Habe ich gelernt. Incoming enemies. Prepare for conflict. Jasmin, ich bin mir nicht sicher, aber meine Drohne sagt, hier sind Gegners. Ah ja, da hinten ist er ja. Loot, 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 loot. Oh, loot. Die Drohne, ey. Oh, oh. Bleiben Sie einfach liegen, Sir. Ihre Frau kommt leider nicht wieder. Kannst du den hier mal eben in den Sarg schubsen? Ich glaube, der ist gestolpert. Mhm. Oh, hier eine Holztruhe. Oh, wie cool. Guck mal, was hier alles auseinandergenommen. Ich finde, das ist aber nicht gerade hygienisch hier hinten, ne? Kann man hier so eine Kiste aufmachen? Nee. Oh. Oh, der sollte gerade eingeäschert werden. Ach, Flix, geh wieder auf deinen Tisch. Ach, verdammt, der ist entkommen. Kann man nichts machen, ne? Ja. Achso, hier ist er. Ich dachte gerade, der ist dir entgegengekommen. Jasmin, ja. I got a bad feeling about this. Was? Ja, ja. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Auf dem Dach, alles cool. Auf dem Dach? Wie bist du denn aufs Dach gekommen? Da ist so eine Leiter. Ach da, oh. Oh. Und was ist jetzt hier? Der gehört dir. Aua! Nicht in meine Hacken hauen hier. Und warum kommt jetzt so eine komische Musik? Hier ist doch nix. Ich weiß auch nicht, was das Spiel schon wieder hat. Ist doch gar nichts los. Bücherkiste. Kann ich beides schon? Kannst du das schon, ist die Frage. Denn? Wo haben wir dich? Da hinten. Hier aufs Dach. So, guck dir doch mal. Guck dir doch mal das an. Kannst du das? Ja. Kannst du das hier auch? Oh, warte. Ja, du bist ein Held. Da. Ja. Okay. Dann bekommt das eben der Händler. So. Oh, hier sind auch noch diese Schieferblöcke. Zwei Stück draußen. Zum Abbauen. Mhm. Die Minen. Achtung, ein Geier. Ja.
Oh. Oh, gut gefunden, Jasmin. Master, we are not alone. Oh, was ist das für ein Buch? Lagen. Wollen wir denn noch mal ins Ostrich Hotel gehen? Was? Ich sehe nicht mal, wo der Pfeil landet. Eine Hase. Ich heb's auf. Ich kann's einfach nicht. Ich konnt's nicht, Jasmin. Ich konnt's nicht. Ich weiß. Wo ist denn hier was los? Draußen. Ah ja. Tut mir leid, Sir, wir haben geschlossen. Wir sind hier noch mitten in der Einäschungsphase. Drecksack. Drecksack. Oh, da kommen ganz viele. Ich zähle zwei. Hat sich gerade so angehört vom Laufen. Er sonnt sich ein bisschen. Oh, diese Drohne sei ihm gegönnt, mich. Ist ja wie im Urlaub hier, ne? Ach, oh. Hier schon wieder voll. Ich muss mal zum Auto kurz. Er hat's überlebt. Wo ist das Auto? Auto ist vorne eine Straße. Ja, ich bin voll. Ach, Jasmin, doch nicht so früh am Morgen. Hm. Es ist nicht mal 18 Uhr. Oh. So. Die kriege ich, die Dreckstühle. Scheißköter. Verdammt. Der Hund verarscht mich. Ja? Der ist schlauer als ich. Ja, nicht schwer. Aber ich habe mehr Skill. Tiere töten ist mir schon immer leicht gefallen. Was? Was? Was hast du gesagt, Jasmin? Nix. Okay. Den gibt's, kann man nur eine machen. Toll. Hast du dir was gebrochen? Nein, warum? Achso, wegen Stack meinst du, okay. So. Und nur ein Auto für mich? Und dann gehe ich ins Hotel. Bin ich jetzt blind? Läuft bei uns mit Auto, ne? Auto ist so geil. Auto bedeutet Freiheit. Ich habe die Freiheit, hier alles zu looten. Wo bist du denn überhaupt? Bist du denn in dem Großen? Ja, bei den Hotelgästen. Und so wie es aussieht, hatte da jemand eine Prostituierte. Hm. Und sie zeigt mir ihren Schlüpper. Nein, ich will nicht. Meine Frau ist dabei. Geil. So, oh, das ist aber verzwickt hier. Ich dachte, du wärst Jasmin. Ich bin draußen, ich baue hier diese Schiefer ab. Oh, ich bin so schlecht heute mit dem Bogen. Ich glaube, hier war ein Spucker. Gott, ist das ein Labyrinth, Jasmin.
Ich versuche mal erstmal aufs Dach zu kommen. Der beste Loot ist meistens oben. Ah, ja. Alter, die Kopfhörer drücken auf meine Ohren. Und dann muss ich gucken, wie ich lebendig wieder runterkomme. Das ist eine Sackgasse. Na los, komm schon. Geh hoch. Da gehe ich nicht raus. Bin ich bekloppt. Hier ist eine Treppe. Man sieht nur so die Titte da durch die Tür durchbabbeln. Wie viele seid ihr denn? Oh Gott, wo kommen die denn her? Es wird gleich dunkel. Könnten wir vielleicht erstmal irgendwie weiter? Aha. Er hat mich angekotzt. Ich glaub's nicht. Ich hab hier ein kleines Problem. Wo komme ich hier runter? Ja, ich hab hier auch ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, es war mir schon klar, dass wir hier wieder sterben werden. Nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich sterbe. Ich habe nur gesagt, dass ich um mein Leben laufe. Huhu! So, ich bin schon draußen. Alles cool, Jasmin. Mach dir mal nicht einen Schlüpper. Ja? Da drin ist halb so wild. Der scheiß Rocker, Alter. Der macht mich immer fertig. Du kommst klar? Ja. Noch ja. Ach, das bist du. Ich wollte gerade sagen, was zappelt er denn da so rum? Ja, ich krieg hier, ich habe ein paar Hotelgäste mitgenommen, die waren mit der Rezession nicht so zufrieden. Alter! Wo ist der Vogel? Habe ich gerade erschossen. Alter. Schlag ihn, Jasmin. Okay, jetzt können wir vorsichtig hochgehen. Ich will da nicht rein. Ich dachte, wir fahren erstmal mit dem Auto weiter. Willst du das Haus nicht mitnehmen? Nee. Wir sterben wieder. Ich habe keine Lust, dass meine Sachen hier wieder liegen. Ja. Was? Na gut. Ja. Außerdem, wenn wir ständig so viel sterben, geht auch die Dings weg. Was? Bis zum nächsten Level? Ja. Quatsch, wir sind so gut, Jasmin, das passiert nee, uns nee, nicht. Nee, sind wir nicht. Ich nenne mir mal einmal, wo wir echt schlecht abgeschnitten haben. Ich meine, wir waren sogar schon im Amigon. Ja? Du bist da gerade drin. Was schmeißt denn du wieder weg? Glas und ein Bier. Oh. Oh, aber lieber schon was trinken, ey. Okay. Okay, let's go. Ja, der ist so geil. Okay, let's go. Er macht das auch so, okay. Ja, halt mit Überzeugung, ne? Er hat da Bock drauf. So, jetzt waren wir sogar mal im Amigon, ne? Wo bist du denn? Ey. Hey, ich sehe dich nicht.
da. Ja, stopp. Ja, wolltest du mit? Ja? Ich wusste nur nicht, wie lange du da noch brauchst. Ich dachte, in der Stunde, wo du da jetzt Sachen einsortierst, könnte ich ja ein bisschen weitermachen. Ich hab dich einsortiert. Ja, okay. Dieser Sound, ey. Mega. Geil, ne? Vom Auto. Ey, wie mein Fahrrad. Wo haben wir jetzt eigentlich hin? Ah, oh, ich hab meine Hände. Da? Da hinten war noch Blei. Und da ist noch dieses bunte Schiefer links. Ja, rechts ist Nitrat. Ja, hier können wir überall noch was abbauen. Auf kann ja richtig viel mitnehmen. Ja, auf an die Spitzhäckchen, ne? Aber ich hoffe ja immer noch, dass wir das Buch für den Erdbohrer finden. Ah. Ich habe nicht genug Ausdauer. Hunger hat sie auch. Was? Unfassbar. Oh. Aber da kommen wir mit gut gefüllten Taschen nach Hause. Ja, das lohnt sich wenigstens mal, ne? Ja. Kann man mal richtig was mitnehmen, ey. Ja. Ich meine, wir sind ja auch schon eine Stunde dabei, ne? Oh, schon? Ja. Die Zeit rennt immer so. Ich würde sagen, nächste Folge gucken wir uns die Häuser da hinten an. Wir gehen mit... Peter, geh doch mal zur Seite. Ha? Wir gehen hier unsere Loot-Tour weiter. Gucken mal, was wir noch kriegen. Den Bauplan für den Erdbohrer. Drückt uns die Daumen. Seid morgen dabei. Dann werden wir sehen, ob wir es geschafft haben. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.